Man down, rider down! Also ich fahre meinen Stiefel. Was fährst du? Mein Stiefel. Stiefel? Ja, ich fahre mein eigenes Tempo. Ach so. Also, Chris, fahr vorkommen, wir rollen mal ganz entspannt, bevor sich irgendjemand wieder verabschiedet. Ja? Ja. Uff. Alles gut? War heute nicht die Räder, kein Baum mitnehmen? Aber so gerade rein, oh, ist das geil. Ich überlege gerade das Enduro zu holen, Mann. Das ist, der Bock ist mir so schwer. Aber kein Bock, Entzündung, Reifen dann kalt. Auf. Ja, ja. Wir fahren noch ein paar Mal hier vorbei. Dankeschön. Gerne. Klick, klick, Glück. Ui, jetzt hat man das Vorderrad mitgeschoben. Junge, der Bock ist so anstrengend hier. Aber ich sag dir ehrlich, Alter, Landschaft ist schön. Ist auch schön. Schön in Lavendel. Kommt schon geil. Boah. Alles klar? Klappert halt hier was. Das ist keine Besonderheit meistens, aber ich hab schon so das Gefühl, dass da irgendwas Schwammiges ist. Alter, war der gerade los, ey. Ich war voll irritiert, dass ihr alle stehen bleibt, Mann. Du warst so reinkommittet. Marco, warst du nicht der, der sich immer aufgeregt hat, wenn sie direkt irgendwo stehen geblieben sind? Ich kann hier auch den Stein runter. Dann hat er so, ja gut. Dann halte ich halt doch an. Ich habe hier irgendwo einen spitzen Stein mitgenommen. Robin, willst du nicht vor? Ich muss nicht aufpassen. Fährst du 27? 29. Das sieht voll klein aus in deinem Rad. Ha, ich Fruchtzwerg und so reif. Achtung, da kommt die Hand. Komm mal.
keine Sorge, den Stein kannst du rollen. Ha? Den Stein kannst du rollen, keine Sorge. Was? Für so reines Downhill-Geballer geil, aber hier diese engen Dinger, ey, mich bremst das so aus und bist auf Single-Speed und musst noch reintreten. Hölle, ey. Aber bei dir ist auch knapp zwischen Hinterbau und Reifen. Bisschen, ja. Wenn du richtig Grobstoller fährst, dann ist vorbei. Achtung! Das geht. Können wir machen, ja? Fahrt rein, bevor es verkehrt. Fährst nur lange, ey. Ich fahr halt einfach deine Leine hinterher. Jetzt mal das Enduro holen, weil mit dem Bock, es macht Laune, aber irgendwann musst du einfach so viel reintreten und pushen und alles, dass du halt dann nicht mehr wirklich Spaß daran hast. Vorne den Teil, dann Richtung Geisberg, dann nach Hause, Enduro holen und dann geht's wieder hierher. Ich muss gucken, ob ich das Enduro neben dem Auto hoch oder ob ich zum Molkenkuh hoch dreht, wo ich weniger Bock drauf habe. Hallo. Das ist echt assi, ey. Der Bock. Ich habe ja gemerkt auf der Straße schon, wie schwer es war, den vorwärts zu bringen, weil ich hier eingebremst habe. Und das dann noch auf dem Trail zu haben. Während du gerade schon, oh Gott, körperlich belastet bist, dann nochmal reintreten zu müssen. Hölle. Mit Schaltung wäre das doch kein Problem, aber Single Speed. Nicht ob aus dem Alter raus. Oder einfach nur keine Ausdauer. Fahren wir links. Wenn der erste Sprung sich schon so anfühlt. Servus. Anstrengend mit dem Ding. Ich fahre den kleinen Abschnitt und schon auch schon gefühlt wie so ein Marathonläufer. Eieiei.
ist jetzt gerade sogar hinten, die schleift oder schreit. Naja, bis gleich.